Aber mit dem Zix hier lang zu fahren macht mehr Freude. Aber es funktioniert wenigstens. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. SnowRunner, der Off-Truck Simulator auf dem PC, Folge 644. Es klappt zumindest mit den kurzen Stämmen. Damit finde ich das Spiel auch schon wieder belastend. Warum kann ich keine kurzen Stämme laden, nur weil hinten eine Verlängerung dran ist? Dann mach's doch einfach... Dann nutzt doch die Verlängerung nicht. Ich verstehe nicht, warum man dann keine kurzen Stämme laden kann. Ist, ja, wieder mal so gewollt von den Entwicklern, um uns zu ärgern. Einen anderen Grund kann ich mir persönlich einfach nicht erklären. Man würde jetzt meinen, ich bin so ein bisschen Hater oder sowas für das Spiel. Aber ich hate grundsätzlich alles, was mir nicht passt. Und es gibt kein Spiel, wo ich nichts zu meckern hatte bisher. Gab es kein einziges Spiel. Ah, wobei, Life is Strange ist da schon kurz davor. Ne? Life is Strange hat für mich schon fast den Grad der Perfektion. Wenn die Abstürze nicht gewesen wären im letzten Teil, den wir gespielt haben, Life is Strange Two Colors, dann hätte ich absolut nichts zu meckern gehabt. Wobei, die ganzen... Die Story ist, mit der Story ist man dann halt nicht einverstanden, wenn irgendjemand stirbt oder so. Aber das ist dann halt Latte irgendwie. So besser, irgendwie kommt jeder Gang gleich beschissen voran. Joa, na gut, ja, da... Ja, nicht umkippen, Alter, bitte. Bleibst du mal bitte gerade? Wo sind wir denn hier gelandet? Na gut. Ich fahre da mal links vorbei oder sowas, aber... Ja... So, der Kraftstoff sollte allerdings noch locker reichen bis ganz nach hinten durch. Das müssen wir dann auch noch zweimal machen und das ist einfach... Alles fünfmal. Warum kann man nicht einfach ein- oder zweimal fahren? Jetzt muss ich wieder viermal fahren. Am Ende. Nee, fünfmal muss ich fahren. Ich fahre fünfmal an. Für eine Aufgabe, war für einen Auftrag. Und es kommen noch so viele Holzlieferungen. Also Holzlieferung ist absoluter Zeitfresser in diesem Game. Ist zwar ganz nice vom Prinzip her, aber es ist einfach so belastend. Es ist halt so ein Zeitfresser. Das Spiel war so schon lang. Und damit haben sie das Spiel dann mal eben locker verdoppelt. Von der Spielzeit her, glaube ich. Also. Naja. Soll mir recht sein, wenn sie das wollen. Dann wollen sie es halt. Ne? So, und danach noch drei Folgen. Das heißt nochmal eine Stunde. Jo, okay, da bin ich doch ein bisschen länger am Start, als ich eigentlich wollte. Naja, was soll's. Ich will diese Aufnahme heute durchziehen. Die sechse. Und dann muss ich mindestens viere erstmal. Naja, am liebsten will ich mehr schneiden. Heute ist zu tun, Mensch. Heute ist zu tun. Denn ihr wollt ja Videos haben. Jeden Tag. Und die machen sich nicht von selbst. Und ja. Für viel anderes bleibt dann keine Time. Ah ja. Was soll. Macht ja auch Spaß, so ist ja nicht. Also von daher. Ah, Gott. Nicht mal aufrichten kann man sich, ohne dass man hier failt, man. Ganz schlimm. Danke, Haare, dass ihr jetzt wieder versaut seid. So, besser, ne? Besser. Da ist immer noch der Zix. Der geht halt da echt nicht mehr raus, ne? Du kriegst ihn da nicht mehr raus. Das ist so eine Unverschämtheit einfach vom Spiel. Das ist so eine Unverschämtheit, so ein schweres Teil. Ja? Willst du mir echt erzählen, dass der an so einem beschissenen Baum nicht vorbeikommt? Das ist Winsting. Guck dir doch mal an, wie dünn die Äste sind. Die kannst du mit der Hand zerbrechen. Mit der Hand kriegst du so einen Scheiß durch. Und da willst du mir erzählen, dass so ein 40-Tonnen-Teil mit wahrscheinlich 600-700 PS da nicht vorbeikommt. Ja?
Merkst du, was das für eine Frechheit ist? Was das Spiel da macht? Jetzt muss ich mit dem alleine fahren. Das zweimal. Mann, Alter, diese Scheißstreben sind doch wieder so eine Belastung einfach. Ich raste ja aus. Jetzt fahr da vorbei, du Stück Scheiße. Ja, komm, Alter, los. Hör auf, jetzt hier auszuschwenken. Jetzt fährst du einfach mal, machst deinen Job hier. Ja. Kraftstoff reicht zumindest. Wir müssen nur aufpassen, dass wir auf jeden Fall noch die Tankstelle erreichen können. Weil der hat ja leider keine Reserven dabei. Lass aber wenigstens durchziehen, dass wir die Stämme wenigstens noch abgeben, dass wir dann wenigstens nochmal ein bisschen Fortschritt hier heute erreicht haben. In 3 Folgen wieder eine Spielstunde weg für fast gar nichts. Für 2 Planken, die wir schon vorbereitet hatten und jetzt hier für ein paar kurze Stämme. Ja, ist halt wirklich lau, richtig low. Gott, bin ich müde, Mann. Typisch Montag, heute ist für mich Montag. Was für euch ist, Freitag, Tatsache. Mensch, für euch ist die Woche schon wieder vorbei, ihr Glücklichen. Heute ist wieder Freitag für euch. Hoffe ich. Also, hoffe ich. Ja. Naja. So, und der müsste aber jetzt ja auch kein Problem haben mit dem Durchkommen. Dementsprechend gehen wir mal hier Vollgas jetzt und fahren jetzt einfach mal entspannt durch und fertig ist das Ganze. Fertig ist einfach mal das Ganze. Wunderbar bei 4 Litern Verbrauch und ja. Der Rest, der ist mir persönlich relativ latte, sage ich dir mal ganz ehrlich. Bim, 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 bim. Jo, Strommast. Bis zum geht nicht mehr. Was ist eigentlich los hier? Komm, durch da, durch da, durch da, durch da. Wenn wir früher da sind, dann machen wir früher Schluss heute. Ich gebe die ab. Wenn noch Zeit ist, fahre ich zur Tanke. Ansonsten machen wir es nächste Folge. Dann müssen wir wieder zurück. Und dann muss ich den Six halt eiskalt zurücksetzen. Weil der in dem scheiß Baum festhängt. Das Lächerlichste, was ich gesehen habe hier. Vielleicht nicht zu gut meinen mit dem Rand, weil irgendwie habe ich keinen Bock, dass das Heck da reinfällt, wie man gerade fast schon gut gesehen hat. So. Okay, ich fahre mit den Vorderreifen durch das Schild. Das Schild reagiert nicht. Dann fahre ich mit dem Hinterreifen dadurch und es läuft. Puh. Erklärung bitte. Gott, Entschuldigung. Scheiße, jetzt bin ich ganz schlimm wieder.
Die nächste Eisstelle. Warum nervt ihr mich ständig mit so einer Scheiße? Wie oft willst du jetzt noch ruckeln hier? Vertreib mal nicht hier. Das machen wir mal bitte nie wieder. Okay, der hat definitiv deutlich mehr Probleme mit diesen Stellen hier. Das ist nicht so geil. Dem jetzt wahrscheinlich sogar mehr Sinn gemacht, die Route außen rum zu nehmen. Im Auge juckt. Das kann es mal bitte lassen. Das brauche ich nicht. This is not what you need. What I need. I'm sorry, I cannot speak English. Spaß. Yes. And now, my friends, we are talking English for the rest of this episode. Alright, then let's get started. So, let's drive to the motel so we can deliver this nice load of wood. And then we have to drive to the fuel station, and then we need to fill up the tanks of this truck. Yes, now I know this is the very best English that you heard. This is the Indian English if you are calling German support. You have to call with Indian people that are calling English this way. How can I help you? Scheiße, Alter, wirklich. Ich bleib einmal bei Deutsch. Einigen muss darauf. Ich bin da immer rechts gefahren. Ja, ich bin zu früh. Na gut. Wenn's geht, geht's. Mir doch egal. Noch zu früh hier, ja. Jo, da ist es ein bisschen tief, ne? Da haut man raus, ja. Ja. Gerade so, du, da unter das Wasser, da kommst du gar nicht mehr raus. Dann, wenn der da feststeckt mit allen Reifen, kommst du auch nicht mehr raus. Dann war's das für dich. This is it. This is the end of a short good life. Jo! Bin ich jetzt erst bei der Wende? Aber dann kommt ja nur noch eine Eisstelle. Kraftstoff, überhaupt keine Sorgen. Danach, ich habe zwei Controller-Spiele noch. Dann spiele ich erstmal die Controller-Spiele. Dann spiele ich, ja, das ist ja schon die letzte Eisstelle. Okay, dann spiele ich danach, würde ich sagen, Immortals. Dann spiele ich The Crew. Dann spiele ich noch eine Runde Far Cry. Bei Far Cry ist dann das einzige Spiel mit Maus und Tastatur heute. Dementsprechend, schön, ne? Aber da bringt zumindest die Diff-Sperre ein bisschen was, ne? Aber mit dem Zix hier lang zu fahren, macht mehr Freude. Aber es funktioniert wenigstens. Jetzt gleich bei der kaputten Straße zurückzufahren, wird nochmal richtig nice.
beziehungsweise für euch dann in der nächsten Folge, für mich ein paar Tagen. Wahrscheinlich für mich so heute Montag, dann für mich gegen Ende der Woche so. In etwa wird das hinkommen. Fällt mir ein, ich könnte theoretisch auch bei diesem Portal die Map wechseln, wenn wir eh zur anderen Map müssen. Aber dann müsste ich halt auch da durch die ganzen Wasserstellen fahren. Sicherlich nicht die geilste Lösung, irgendwie. Sicherlich nicht die geilste, aber... wenn wir dadurch vermeiden können, wieder durch die ganzen Eisteile zu fahren, dann würde ich es vielleicht sogar dankend annehmen und dann fahren wir halt einmal durch die Wasserstellen durch auf der anderen Map. Das sind vielleicht jetzt auch nicht gerade geiler, aber man hat dann wenigstens auch mal wieder ein bisschen Abwechslung, weil wir hier seit gefühlt 10 Folgen schon die gleiche Route fahren. Das wäre dann ein bisschen was Neues, ein bisschen was Freshes. Naja. So, aber... jetzt sind wir am Motal. Das Motal bekommt jetzt seine kurzen Stämme. Wofür auch immer. Die Gebäude stehen doch noch alle. Wofür brauchten wir hier so viel Holz? Für einen Kamin wird es auch nicht sein. Die sind sogar schon aus Stein hier. Also sind eh schon besser. Aber wenn ihr sie haben wollt, dann soll mal das Recht sein. Um euch rumstehen zwar auch mehr als genügend Bäume. Ich sag's auch mal so, wie es ist. Aber naja, muss ja nicht immer alles Sinn machen. Ich fahre jetzt doch noch kurz zur Tankstelle, Freunde. Nehmen wir uns die 2 Minütchen Zeit. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Liebe GEMA, bitte sperren Sie das Video wegen Copyright nicht. Dieses Lied wurde nicht wirklich performt. Danke. Danke YouTube, danke Mr. Trumpet, danke Medienkanzlei, irgendwas. Deutschland. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben. Dabei mag ich das Lied nicht mal besonders gern. Aber manchmal passen die Texte einfach so geil. Süderle. Wir tanken auf und dann sind wir für heute hier fertig. Nächste Folge. Wir uns dann wunderbar um... ja, den Rückweg, beziehungsweise ich will dann ja, ich hoffe, ich weiß das noch, weil ich werde jetzt ein paar Tage nicht aufnehmen. Und wenn ich es noch weiß, dann fahren wir, ich mache mir eine Route extra. Ich mache mir jetzt eine Route, damit ich es nicht vergesse. Und ich fahre extra schon jetzt hier so rein, dass ich nur noch geradeaus weiterfahren muss oder so. Oder weißt du, ich lasse die Route bleiben und fahre jetzt halt schon 2-3 Meter weiter, dann weiß ich ja, in welche Richtung ich wollte und dann wird das schon irgendwie passen. Brauche ich nicht mal hier irgendwie lange zu warten oder so. So, das sollte sogar schon reichen. Dann werde ich mich relativ schnell wieder orientieren können. Wenn wir dann hier nächste Folge in der nächsten Session weiterfahren. Bleiben wir schön auf der Brücke stehen. Oh, ist das toll. Gut, das war's dann. Nächste Folge geht's hier weiter. Schöner Ausblick, schöne Aussicht. Muss man mal ganz kurz hier ein bisschen genießen, wa? Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.